Servus, Anita. Grüß dich, Stefan. Was sagst du zu dieser fürchterlichen Hitze? In der Zeitung steht, es ist der heißeste Juli seit 1780. Du meinst 1870? Ich hab's auch gelesen. Das ist ja egal. Jedenfalls ist so etwas nicht normal. Mein Chef sagt, das kommt ganz bestimmt von den vielen Versuchen mit der Wasserstoffbombe. Wie intelligent. Und was war 1870 an der Hitze schuld? Vielleicht die Dampfmaschine oder die Telegrafie? Das weiß ich doch nicht. Damals habe ich ja noch nicht gelebt. Ich verstehe wirklich nicht, Anita, warum du dich nicht leichter anziehst. Was, noch leichter? Ich kann doch nicht als Dirndl mit nackten Beinen in der Stadt herumlaufen. Wäre aber entschieden vernünftiger. Oh, mein Chef würde der Schlag treffen. Außerdem ist das nicht mein Stil. Ich weiß, immer die perfekte Lady. Ja, hast du was dagegen? Du, ich denke, du liebst perfekte Ladies. Oder schwärmst du neuerdings für verwilderte Naturkinder? Ich schwärme nur für dich, Anita. Mit Naturkindern kann man mich jagen, das weißt du. Helmers? Ja, ist hier. Einen Augenblick. Hier ist Anita Berger. Ja, Herr Valentin. Unverzüglich und sofort hierher ins Team. Frau Anita, wo sind Sie? Was machen Sie? Wo sind Sie? Hallo? Ja, Herr Valentin. Ja, ich sage doch gerade. Nein, Herr Valentin. Ja, ist recht, Herr Valentin. Ja, ich komme, Herr Valentin. Ja, ich bin schon unterwegs, Herr Valentin. Das war Herr Valentin. Na, was du nicht sagst. Was will er denn? Na, was soll er schon wollen? Seine Winterkollektion. Hast du sie fertig? Nein, ich habe sie nicht einmal noch im Kopf, geschweige denn auf dem Papier. Oh, Liebling, bitte hol mir was zu trinken. Ich verdurste. Gerne, einen Moment. Wo nimmst du nur deine Einfälle her? Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass man bei einer so tropischen Temperatur überhaupt imstande ist, an Wintermoden zu denken. Und im Winter bei 20 Grad unter Null an Sommer- und Strandmodelle hier. Das ist nun einmal so in diesem Beruf. Hier, mein Schatz. Danke. Schau dir das an, ganze Wolken von Staub und Benzindunst. Ist das nicht grässlich? Ja. In den Bergen müsste man jetzt sein. Irgendwo an einem kühlen See, unter schattigen Bäumen. Stell dir vor, Anita, wie schön. Oh, Stefan, bitte mach mich nicht schwach. Ich kann ja doch nicht weg. Es hat gar keinen Zweck, sich so etwas vorzustellen. Aber du könntest eigentlich Urlaub machen. Wie kommst du denn dazu, den ganzen Sommer in dieser heißen Stadt zu verbringen, nur weil ich hier arbeiten muss? Das ist doch ungerecht. Nein, nein. Wenn du es hier aushalten kannst, dann kann ich es auch. Wir fahren dann eben im Herbst irgendwo hin, wenn du mit deiner Arbeit fertig bist. Wenn das wieder der Valentin ist, sag ihm bitte, ich bin schon längst unterwegs. Helmers? Ja, Herr Valentin. Nein, Herr Valentin. Sie ist schon fortgegangen, Herr Valentin. Vor einer halben Stunde. Ja, Herr Valentin. Bestimmt, Herr Valentin. Auf Wiedersehen, Herr Valentin. Es war Herr Valentin. Dieses größenwahnsinnige Schneiderlein. Auch schon jemand. Du, immerhin mein Chef. Und wenn er mich ruft, muss ich kommen. Unverständlich, wo sie so lange bleibt. Angeblich soll sie bereits seit einer halben Stunde unterwegs sein. Angeblich, Herr Valentin. Eben, eben. Wahrscheinlich ist sie noch immer bei diesem unmöglichen Menschen, bei diesem Farbenkleckser, bei diesem Nichtskönner. Ist sie an dem losgefressen hat. Der Mann ist ihr Ruin. Der verdreht ihr vollkommen den Kopf. Redet ihr lauter dumme Sachen ein und hält sie von der Arbeit ab. Wohin das noch führen soll? In 3 Wochen muss ich meine Kollektion vorführen. Bis jetzt ist doch kein einziges Modell fertig. Nicht einmal entworfen. Ach, entsetzlich, entsetzlich. Und die anderen Häuser arbeiten bereits in Tag- und Nachtschichten. Die Friedmann hat sogar die ganze Kollektion schon fertig. Na, nein! Woher wissen Sie das? Beziehungen. Ach, und was bringt sie? Die B-Linie. B-Linie, was ist denn das? Busenbauch. Aha, Busenbauch. Busenbauch, na ja, nicht schlecht. Meine Busen ist zwar nichts Neues, aber Bauch war schon lange nicht da. Damit kann sie in der Provinz natürlich bescheidenen Erfolg erzielen, aber das ist ja nichts gegen unsere A-Linie. Ach, unsere Atomlinie. Da ist sie. Endlich. Guten Tag, Herr Valentin. Warum denn so aufgeregt? Warum ich aufgeregt bin, das fragen Sie noch. Außerdem bin ich gar nicht aufgeregt. Ich finde nur, dass... Sie finden nur... Ach, ich finde nur, Sie sehen heute wieder einmal entzückend aus. Bitte. Danke. Fräulein Krehan, bitte lassen Sie uns allein. Ich habe etwas Wichtiges mit Fräulein Anita zu besprechen. Oh, bitte. Danke. Anita.
Herr Valentin. Nein, bitte sagen Sie nicht Herr Valentin zu mir. Ich sage doch auch Anita. Bitte sagen Sie zu mir René. Also schön, René, wie Sie es wünschen. Anita, bitte lassen Sie mich nicht im Stich. Och nein, machen Sie sich keine Sorgen, Herr Valentin. Na, René. René, ich fange heute Abend noch mit meinen Entwürfen an. Und Sie wissen doch, wenn ich einmal in Schwung bin, dann höre ich nicht so schnell wieder auf. Na, das wäre wunderbar. Ja, und morgen früh haben Sie die ersten Entwürfe. Ja, aber lassen Sie sich durch nichts, ich meine durch niemanden, von der Arbeit abhalten. Unsere A-Linie steht auf dem Spiel. Wer sollte mich schon von der Arbeit abhalten? Anita, Sie wissen, ich schätze Herrn Helmers, ich meine den Künstler, Stefan Helmers, sehr hoch. Aber menschlich gesehen, also wenn Sie mir diese Bemerkung erlauben, ich meine, privat, da möchte ich doch sagen, dass... Dass man das Geschäftliche mit dem Privaten nicht durcheinander bringen soll, Herr Valentin. No. Pardon, René. Das wollten Sie doch sagen. Ja. Frau Generaldirektor Haslinger ist hier zur Amtprobe. Ach, diese Wurstfabrikantin. Fräulein Ulbricht soll sich mit ihr befassen, ja? Tut sie, aber Frau Generaldirektor Haslinger wünscht sie persönlich. Ach, entsetzlich. Entschuldigen Sie. Anita. Bitte. Sie nicht, Fräulein. Das Kleid zipft. Gegen Zipfen hilft kein Zupfen. Oh, Meister, dass Sie nur endlich da sind. Ich küsse Ihre Hand, Madame. Sie sehen heute wieder entzückend aus. Ist irgendetwas nicht in Ordnung mit dem eigens für Sie entworfenen Modell? Ich weiß nicht. Hm? Sehen Sie sich einmal die Falten an, Meister. Das scheint irgendetwas nicht zu stimmen. Das werden wir gleich sehen. Da müsste man... Das Kleid zipft. Ausgeschlossen. Unsere Modelle zipfen niemals. Bitte bleiben Sie einen Moment stehen, damit ich die Harmonie des Faltenwurfs auf mich einwirken lassen kann. Ich hab's. Das Kleid zipft. Sag ja, das Kleid zipft. Ja, aber nicht durch unsere Schuld. Nein, der Faltenwurf hat sich etwas verschoben, weil Madame zu stark abgenommen hat. Ach, wirklich? Merkt man's? Auf den ersten Blick. Ach, Madame, sind ihr geradezu zu einem Faden geworden, um nicht zu sagen zu einem Fädchen. Ach, Meister, Sie schmeicheln mir. Das werden wir gleich kontrollieren, gestatten Sie. Erlauben Sie bitte, ja? Augenblickchen. Sagen Sie ehrlich, wie finden Sie meine Figur? Nur zauberhaft, zauberhaft. Wie die Venus aus Schaumgummi. Ich meine, aus Meerschaum. Ja, da haben wir es. 1 Zentimeter, wahre 10 Millimeter. Die Idealfigur für unsere A-Linie. A-Linie? Was ist denn das? Atomlinie, die neueste Schöpfung des Winters. Und Madame werden die Erste sein, die diese Linie zum Erfolg führen wird. Grüß dich, Stefan. Du, bitte sei nicht böse, aber ich muss sofort wieder weg. Ich wollte dir nur sagen, das mit dem Heurigen, das wird nichts, leider. Aber ich muss sofort mit der Arbeit anfangen. Ich auch. Stell dir vor, kaum warst du fort, ist ein Telegramm gekommen. Ein Telegramm? Ja, ich habe den Auftrag bekommen. Was denn für einen Auftrag? Das neue Kirchenfenster in Stolling. Stolling, wo ist denn das? Keine Ahnung, irgendein verlassenes Nest im Salzburgischen, ist ja ganz egal, Hauptsache ich habe den Auftrag. Denkt ihr, unter 117 Bewerbern bin ich auserwählt worden. Du Stefan, das ist ja großartig. Endlich einmal eine Arbeit, wo du zeigen kannst, dass du ein wirklicher Künstler bist, nicht nur so ein Plakatmaler. Und außerdem 4 herrliche Wochen am Land. Ach, siehst du, jetzt musst du doch allein wegfahren und ich bleib hier. Aber wieso denn? Davon kann doch gar keine Rede sein. Du kommst selbstverständlich mit. Na, ist ausgeschlossen. Nein, der Valentin bringt mich ja um. Ach, du mit deinem ewigen Valentin. Du kannst doch genauso gut... Nein, 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 das ist ganz unmöglich. Du weißt, wie gern ich mitkommen möchte, aber was nicht geht, das geht nicht. Schau mal, Stefan, wie herrlich diese Berge und diese Wolken. Und deine Koffer. Oh, warte mal. Wie kann man nur so viel Gepäck mitnehmen? Viel, du, das ist das Allernotwendigste. Warum hast du auch so ein kleines Auto? In einem Mercedes 300, da hätte alles ganz bequem Platz. Der kommt schon noch, nur Geduld. Hier müssen wir abbiegen. Doch nichts über die Natur und diese Luft, wie das duftet. Und diese herrlichen Straßen, wie das holpert. Das macht gar nichts. Stefan, ich bin ja so froh, dass ich doch mit dir mitgefahren bin. Schließlich kannst du deine Stollinger Kirche nicht nach Wien kommen lassen. Ich kann meine Entwürfe überall machen. Ja, hoffentlich hat das auch Herrn Valentin eingeleuchtet.
Ich verstehe das nicht. Was soll das heißen? Soll das ein schlechter Witz sein? Wo kommt dieser Brief her? Der Portier hat ihn heraufgebracht, ist abgegeben worden. Na und, was haben Sie bisher daraufhin unternommen? Ich habe bei Fräulein Anita angerufen, aber da hat sich niemand gemeldet. Daraufhin versuchte ich es bei Herrn Helmers, aber da ist auch niemand an den Apparat gekommen. Ich fasse es nicht. Was um Himmels Willen ist in dieses Geschöpf gefahren? Bitte hören Sie sich das an. Musste plötzlich verreisen, werde Entwürfe demnächst zusenden. Gruß Anita, demnächst, was heißt demnächst und wohin ist sie gefahren? Fräulein Krehan, das müssen Sie herausbekommen. Und zwar so schnell wie möglich, wenn Sie 50 Detektive engagieren. Ich werde mein Möglichstes tun, Herr Valentin. Bitte. Demnächst. Nichts zu machen, das muss geschweißt werden. Jetzt sitzen wir da. Aber da kommen Leute, vielleicht können die uns helfen. Das ist doch nur ein Ochsenkarren. Ja, aber die können uns vielleicht aus Stolling jemand schicken. Grüß Gott. Grüß Gott. Grüß Gott. Fahren Sie vielleicht nach Stolling? Ja. Ja, was wollen Sie denn? Ich habe eine Panne und ich möchte Sie bitten, ob Sie mir nicht vielleicht einen Mechaniker aus Stolling schicken könnten. Ob ich Ihnen was schicken kann? Einen Mechaniker. Mechaniker haben wir keinen nicht. Oder irgendjemand, der Autos reparieren kann. Wir haben auch keine Autos nicht. Wir sind ein ganz kleines Dorf. Wo wollen Sie denn hin? Auch nach Stolling. Ich habe dort zu tun. Ach so. Da sind Sie vielleicht vom Finanzamt. Vom Finanzamt? Gott behüt. Ah nein, dann sind Sie vielleicht von der Feuerversicherung. Nein, nein, auch nicht. Ja, wir erwarten nämlich einen solchen Herrn aus Linz. Ich bin der Feuerwehrhauptmann von Stolling. Sehr erfreut, Herr Hauptmann, und ich bin der Maler, der das neue Fenster in eurer Kirche malen soll. Hey. Sie sind also der Künstler, den was uns der Herr Erzbischof aus Salzburg geschickt hat. Ja, der Herr Pfarrer hat eh von Ihnen erzählt. Na, und der junge Herr gehört ja auch zu Ihnen. Das ist doch kein junger Herr, das ist ein junges Fräulein. Grüß Gott, liebe Leute. Grüß Gott. Grüß Gott, liebes Fräulein. Das ist Fräulein Anita Berger und mein Name ist Stefan Helmers. Ich schon recht. Und ich bin der Stiegelbauer. Und das ist der Karl, mein Knecht. Das ist die Lone, unsere Nachbarin, was auch in unserem Dienst ist. Sehr erfreut, Ihre werte Bekanntschaft zu machen. Und die Gretel? Hallo Gretel, wo bist du denn? Grüß Gott, Fräulein. Guten Tag. Das ist mein Enkelkind. Ihre Mutter, das heißt meine Tochter, die hat nämlich nach Preisen geheiratet. Und dort ist das Gretel auch geboren. Darum redet's auch so damisch. Ist aber ein gutes Kind. Nun, seitdem meine Tochter gestorben ist, du halt ich an ihr Mutterstelle vertreten. Also kommen Sie her, ich bring Sie mit dem Fräulein nach Stolling, denn da können Sie ja nicht bleiben. Durch die weiten Felder, durch die dunklen Wälder, in die blaue Ferne möchte ich gerne, wo deine Sonne scheint, dort hat die Liebe selig uns vereint. Auf den weiten Feldern, die Kleinen, nicht? Reizend. Aber ich möchte nur wissen, warum es mich ununterbrochen so anstarrt. Oh, du gefällst dir halt, weil du so ein schöner Mensch bist. Danke für das Kompliment. Weil so lang schon war. Durch die weiten Felder, durch die dunklen Wälder, in den blauen Wäldern, lässt mich sterben. Oh, meine Seele.
So, bitte. Da wären wir jetzt also in Stolling. Gibt es bei euch irgendwo ein anständiges Hotel? Ob es was gibt? Ob es hier ein Hotel gibt, ein Gasthof. Ach so, wo man übernachten kann. Ja, natürlich. Nein, sowas gibt's bei uns in Stolling nicht. Ja, aber wo sollen wir denn? Ja, Großvater, wir haben da noch eine Kammer frei. Aber geht, das ist winzige Loch. Das kann man doch den Herrschaften nicht anbieten. Nein, aber mein Zimmer. Und ich ziehe derweil in die Kammer. Aber das geht doch nicht. Aber geht. Aber natürlich geht das. Das werden wir schon machen. Wir müssen nur weiterfahren, weil wir wohnen etwas außerhalb. Also, das ist das Zimmer. Es ist unser Bestes. Sehr schön. Mit Aussicht auf den See. Wirklich, eine prächtige Aussicht. Ja, wer ist denn dieser junge Mann? Das ist der Kaspar, mein Verlobter. Schau, der Verlobte. Ein reizender junger Mann. Mit einer großen Hacke. Er ist in Kanada. In Kanada? Das ist aber weit. Er ist schon 5 Jahre drüben. Musst nicht traurig sein, Gretel. Dafür wird's dann umso schöner, wenn der Kaspar wieder zurückkommt. Das Zimmer gefällt Ihnen also? Ja, schon, nur... Wir brauchen bitte noch ein Zimmer. Noch eins? Ja, das haben wir nicht. Ich hab's. Drüben bei der Loni. Das ist die Schwester vom Kaspar. Ich zeig's Ihnen. Es ist ein wunderschönes Zimmer. Kommen Sie. Du depperter Lackel, bildst du vielleicht ein, dass so eine feine Dame aus Wien auf dich neugierig ist, dass ich nicht lache? Ja, aber wie es mir so angeschaut hat, weißt du, so mit einem Eigel, ist mir ganz heiß geworden ums Herz. Was? Angeschaut hat sie dich und heiß ist er worden? Na, warte, er will es zeigen. Du, Loni? Ja? Hörst? Ich brauche noch ein Zimmer für die Dame. Wir können sie nicht unterbringen. Ja, aber selbstverständlich, Fräulein, mit dem größten Vergnügen. Das Zimmer von meinem Bruder Kaspar, das steht sowieso frei. Der ist in Übersee. Verdient viel Geld. Wenn der mal zurückkommt, dann muss ich nicht mehr als Magd arbeiten gehen. Dann bin ich auch reich. Hoffentlich. Steh nicht da, hol die Koffer von der Dame. Na, hoffentlich schmeckt's den Herrschaften. Herrlich. Ausgezeichnet. Ja, aber das Fräulein isst ja gar nichts. Ja, schmecken Ihnen denn meine Specknödel nicht? Oh ja, doch. Nur, der Speck ist ein bisschen sehr fett. Das ist doch gerade das Beste. Ja, Speckknödel ohne Speck, das ist genauso wie Schweinenes ohne Schwein. Ess es nur, Fräulein. Ja, davon wären stark. Da. So was kriegst du in Wien nicht für teures Geld. Aber Ihnen schmeckt's nicht? Himmlisch. Seit 20 Jahren habe ich keine Specknödel mehr gegessen. Das war bei meinem Großvater in Tirol. Der war nämlich auch ein Bauer. Was? Sie sind aus einer Bauernfamilie? Na, doch, aus einer ganz alten sogar. Die geht bis ins 15. Jahrhundert zurück. Und jetzt sind Sie ein Maler? Ja, wie hat denn das passieren können? Tja, das weiß ich auch nicht. Ist halt so gekommen. Schrecklich, schrecklich. Ja, in unserer Familie, da ist auch so ein schwarzes Schaf. Der ist Kellner geworden in der Bahnhofsrestauration von Adnan Buchheim. Ja, aber da kann man eben nichts machen. Das sind Schicksalsschläge. Also dann, Herrschaften, gehen wir schlafen. Diese Mücken machen mich wahnsinnig. Ich weiß gar nicht, was ich tun soll.
Vielleicht, wann Sie sich mit Schmierseife einreiben täten. Das ist sehr gut gegen die Mücken. Schmierseife? Ja. Gottes Willen. Oder wollen Sie vielleicht das Zimmer mit mir tauschen? Bei mir gibt es keine Mücken nicht. Wirklich nicht? Na, ganz bestimmt nicht. Kommen Sie. Das ist aber sehr lieb von Ihnen. Danke. Fräulein, schlafen Sie schon? Nein, ich schlafe durchaus noch nicht. Wer ist es denn bitte? Ich bin's, Fräulein. Karl, der Knecht. Oh, der hübsche, starke. Tue ich Ihnen gefallen, nicht? Ach ja, Sie sind ja so aufregend. Stimmt, bin ich. Aber wissen's, Fräulein, die Trampeln von hier, die wissen das gar nicht zu schätzen. So einen Mann wie mich. Oh, Sie sind herrlich. Sie auch. Aber denken Sie doch an Ihre liebe Braut, die Loni. Wusste die weiß ja eh nichts davon. Aber wenn sie dahinter kommen täte. Kommt nicht. So gescheit ist die gar nicht. Gehen Sie, Fräulein, geben Sie mir doch ein Pussel. Aber gerne, mein Geliebter. Ah, hast dein Pussel und da hast du noch eins, du Schuftiger. Es wäre halt schön, wenn es bis zum Erntefest fertig wäre, Herr Helmers. Wird es noch werden, wird es. Na, wie gefällt es Ihnen bei uns in Stolling? Sind Sie gut untergebracht? Sehr gut, beim Stiegelbauer. Ah, das ist ja ein Prachtkerl. Und die stiegelbauerische Gretel, was? Ein Prachtmädel. Haben Sie die einmal singen gehört? Meine Schülerin. Ganz reizend. Ich meine die Stimme, wie eine Lerche. Sie, junger Mann, dass Sie sich von dem Lercherl ja nicht von der Arbeit abhalten lassen, sonst... Keine Sorge, Hochwürden. Die Arbeit wird pünktlich fertig. Guten Morgen! Ah, unser Herr Doktor. Komm nur näher. Du musst den Kunstmaler Helmers kennenlernen. Aber gern, mein Name ist Greulich. Das macht gar nichts, Sie können mir trotzdem sagen. Vinzenz Greulich, Veterinär, Gemeinderat, Sekretär des Sparvereins, die Biene, Chormeister, der Ortsliedertafel und Schöffe des Kreisgerichts in Altneustadt. Ja, da sind Sie ja kolossal beschäftigt. Ach, das will ich meinen. Ich arbeite meine 20 Stunden im Tag, manchmal sogar 25. Ja, aber der Tag hat doch nur 24 Stunden. Dann stehe ich eben eine Stunde früher auf. Wenn Sie ihm so zuhören, würden Sie glauben, dass er sich zugrunde rackert. Na, habe ich vielleicht nicht genug zu tun. Ja, aber es ist ein Unterschied, ob man wirklich arbeitet oder nur zu tun hat. Hä? Die Halsentzündung von meiner Genoveva wartet auch schon 2 Tage auf deinen Besuch. Deswegen bin ich ja gekommen. Ich werde sie mir gleich anschauen. Oh, Sie haben einen Krankheitsfall im Haus. Ja, leider. Sie entschuldigen mich. Nur ganz ruhig, Genoveva. Der Doktor kommt gleich. Nur nicht aufregen. Oh, Hochwürden, grüß Gott. Grüß Gott. Herr Doktor. Na, wie geht's unserer Patientin? Nicht gut, Herr Doktor. Sie fantasiert in der Natur. So. Ich glaub, die hat wer verwunschen, mit bösen Blick. Keinen Aberglauben, Marei. Ja, grüß dich, Genovefe. Na, wie hast du das denn? Ja, ein bisschen geschwächt ist sie. Das Auge ist melancholisch, gefällt mir gar nicht. Ah, na mach auf, der Guschel. Ah, ganz heiß ist sie. Na ja, eine Angina hat sie. Wahrscheinlich hat sie der Bub vom Kohlhofer angesteckt. Wir werden ja einen Prisnitz-Umschlag machen, holen einen Kübel Wasser und ein warmes Tuch und lassen nicht zu lange auf demselben Fleck liegen. Sonst ist die Gefahr einer Lungenentzündung gegeben, weil sie ja so schrecklich ausgefressen ist. Sehr fürchterlich. Wie kann man denn nur so dick sein?
Entschuldigen Sie bitte, Fräulein, kann das Papierzeug weg oder brauchen Sie es noch? Nein, das kann weg, das habe ich fortgeworfen. Das dachte ich mir. Ist das Fräulein auch Malerin? So etwas Ähnliches, ich bin Modezeichnerin. Aber der Herr Helmers ist doch ein ganz berühmter Mann, oder? Oh, noch nicht so ganz, aber er ist auf dem besten Weg dazu. Mm, so schaut er auch aus. So imponierend und so lieb. Ja, finden Sie? Oh ja. Ich habe noch nie so einen schönen Mann gesehen. Er ist einfach wunderbar. Sind Sie seine Braut? Oh mein Gott, Braut. Wir sind sehr gut befreundet. Wird er Sie heiraten? Ja, woher soll ich denn das wissen? Es gibt so viele hübsche Mädchen auf der Welt. Vielleicht kommt eine, die ihm den Kopf verdreht und dann wird er die heiraten. Das kann man nie so genau sagen. Ja, das ist wahr. Bei den Männern weiß man überhaupt nicht richtig, woran man ist. Es ist leicht möglich, dass mein Kasper in Kanada auch schon ein anderes Mädchen hat. Weiß man's? Grüß Gott! Grüß Gott! Gretel, dich hätte ich gerne einen Augenblick gesprochen. Ja? Was gibt's denn? Du, wir haben doch nächste Woche das Jubiläum von unserer Feuerwehr und da wär's doch sehr angebracht, wenn man dem alten Stiegelbauer irgendein kleines Geschenk machen würde. Eine kleine Überraschung. Ja, das ist eine gute Idee, dann schenk ihm doch was. Was, ich? Nein, nein, also das, da will ich mich nicht vordrängen, das liegt mir nicht. Ich gebe ja ohnehin... Was denn? Die Anregung, das andere muss das Festkomitee erledigen. Es fragt sich nur, was man ihm schenken soll. Ja, da fragst du ihn am besten selber, was er will. Das wäre wieder zu teuer. Und außerdem wäre es ja keine Überraschung. Na ja, ich werde schon diplomatisch aus ihm herauskriegen. Malefizpfeifen, ländliche. Ein ganzer Sparker Zinthüssel verbraucht man und dann geht's erst nicht an. Schakker. Grüß dich, Stiegelbauer. Ah, servus, Viehstück. Na, wie geht's dir denn? Na, danke. Sackerpfeifen. Zufrieden? So, es geht. Und die Gretel? Ausgegangen. Na, wieso? Die war doch gerade da. Wer? Die Gretel. Aber wer redet denn von der Gretel? Pfeifen ist ausgegangen. Ach so. Nun, bei der Feuerwehr, alles in Ordnung? Jetzt brennt's. Wo? In der Pfeifen. Ach, Pfeifen. Und du, Stiegelbauer, hast du gar keinen Wunsch? Wer? Du. Ich? Ja. Nein. Das gibt's ja nicht. Jeder Mensch hat doch irgendeinen Wunsch. Ja, ja, jeder Mensch, aber ich nicht. Sagen wir zum Beispiel, es ist Weihnachten. Jetzt, im Sommer. Na ja, nimm an. Also gut, ich nehm an. Ausgegangen. Wer denn? Die Pfeifen. Also gib schon Ruhe mit der Pfeifen. Sag mal, es ist Weihnachten und es will dir jemand etwas schenken. Der Gell, was schenken? In Stolling schenkt dir wer was. Kennst du doch die Stollinger? Nimm an. Ah ja, wenn mir wer was schenkt, nehme ich an. Ja, aber was? Ja, das weiß ich ja nicht, was man mir schenken will. Na ja, also sag mal, irgendeiner von deinen Feuerwehrkameraden will dir was schenken, natürlich. Nur eine Kleinigkeit. Der Feuerwehrkamerad hat ja nichts. Es ist ja nichts in der Kasse. Schon seit vorigen Feuerwehrfest nicht. Ja, da habt ihr ein großes Defizit gehabt. Was haben wir gehabt? Ein Defizit. Ein Defizit haben wir gehabt. Ein Schmarrn haben wir gehabt. Draufzahlt haben wir. Ja. Verstopft. Wer? Ja, die Pfeifen. Also gib schon Ruhe mit deiner blöden Pfeifen. Kannst du denn überhaupt über nichts anderes reden? Über die Pfeife? Nein. Die Pfeifen ist das Einzige, was mich verinteressiert. Das Einzige? Mhm. Das ist eine Idee. Servus, Stiegelbauer. Servus, Viehstockter. Fertig, Frau Führer. Pünktlich wie versprochen. Sehr schön, Herr Helmers. Wirklich sehr schön. Na, jetzt werden Sie uns wohl bald wieder verlassen. Ja, natürlich. Jetzt geht's wieder nach Wien zurück. Aber bis Sonntag müssen Sie bleiben zum Erntefest. Die Freude müssen Sie mal machen. Da werden Sie auch die Gretel singen hören. Na nun, Herr Stiegelbauer, wo brennt's denn? Ja, brennen tut's nirgends. Aber wir haben doch am Sonntag das Erntefest. Und da haben wir einen großen Festzug. Voran marschiert die Feuerwehr. Und da muss ich meine Uniform ein bisschen ausputzen. Weißt du? Na, und nach dem Festzug haben wir dann ein großes Fest mit Tanz. Und da würde es mich sehr freuen, wenn Sie und der Herr Mahler
mir die Ehre antun, Tätat. Ja, schrecklich gerne, Herr Stiegelbauer. Aber in der Früh in die Kirche müssen es auch kommen, Sie und der Herr Maler, ja? Das müssen Sie mir versprechen. Ja. Gemacht. Sie ist ganz hingerissen von dir. Aber Unsinn. Wie kommst du darauf? Ja, sie hat es mir ja unlängst selber gesagt. Was? Dass du so ein schöner Mann bist, wie sie noch nie einen gesehen hat. Und so lieb. Lieb? Ich? Lieber hochverehrter Feuerwehrhauptmann Stiegelbauer,
anlässlich des Jubiläums unserer Feuerwehr, die durch deine Leitung einen ungeahnten Aufschwung genommen hat, hat das Festkomitee meiner Anregung Folge geleistet, um dir diesen Tag durch ein kleines Präsent unvergesslich zu machen. Ja, da bin ich aber sehr gespannt, was das eigentlich sei. Ja. Also so, mein Gott, na, das ist doch wunderbar. Das müsst ihr euch anschauen. Das ist ja herrlich. Sitzt ein nackertes Mädel auf einem Fösen oben und kämmt sich die langen Haare. Und unten fährt ein junger Bursche in einem Kahn vorbei und schaut so hinauf. Was soll das bedeuten? Ich weiß nicht, was soll es bedeuten. Ach, du weißt es auch nicht, was soll das bedeuten. Ah, ich weiß schon. Ich weiß nicht, was soll es bedeuten. Alter, blöde Kerl. Ich frage ihn, was soll das bedeuten? Sagt er, ich weiß nicht, was soll das bedeuten. Aber Stiegelbauer, so begreift doch endlich. Das heißt, ich weiß nicht, was soll es bedeuten. Also, Herr Pfarrer, das ist, also, wissen Sie, Herr Pfarrer, dass Sie mich auch zum Besten halten, das ist nicht schön. Jetzt freut mich die ganze Pfeife nicht mehr. Weg damit. Aber Stiegelbauer, die teure neue Pfeife. Es war ohnehin die alte. Die neue habe ich ja da. Und nun zu Ehren unseres hochverehrten Herrn Feuerwehrhauptmannes eine ganz besondere Attraktion, die Lohne und der Chorl. Wenn wir erst verheiratet sind und unser Glück beginnt, dann werden wir ein elegantes Paar, wie vorher keins noch war. Wenn ich durch das Dorf spazier, stehen alle gleich Spalier und alle Madeln werden blass von Eid bei so viel Noblichkeit. Was Spalier mustern wir kühl und skeptisch? Ja, sehr modern und ganz exempiläptisch. Staunend mit gesträubtem Schopf steht die Menge Kropf an Kropf und ein jeder im Ort fragt sofort. Wer ist denn der Mann mit der schönen Frau? Die sind das entzückendste Hürchen. Ich bin ganz perplex und ich schau, sowas findet man nicht mal im Märchen. Dem brachte sein Weibchen das Glück ins Haus, drum steigen so stolz sie dahin. Und wer sie erblickt, ruft begeistert aus, so zwei wie die zwei gibt sich mehr. Vom Land tanzen Sie eigentlich ausgezeichnet. Weil es mir Freude macht. Besonders mit Ihnen. Oh, danke. Unser Eins hat so selten Gelegenheit, mit einem feinen Herrn aus der Stadt zu tanzen. Waren Sie denn noch nie in Wien? Nein, leider nicht.
Aber unser Dr. Greulich, der war schon dort. Und der hat mir erzählt, dass die Mädchen in Wien viel hübscher sind als hier. Ist das wahr? Bestimmt nicht. Wenn das Fräulein gestatten. Ich denke, es ist Damenwahl. Ja, schon. Aber ich hab gemeint, das Fräulein möchte vielleicht mich wählen. Darf ich vielleicht den Herrn um diesen Tanz bitten? Das ist nämlich mein Bräutigam. Oh, da kann ich Ihnen aber nur gratulieren. Genau. Was ist denn hier los? Das ist aber schrecklich. So ein Kriegerverein, ja? Nein, unsere Feuerwehrkapelle. Aha. Ich dachte schon, es wäre das neue Bundesheer. Hm. Greulich. Ja, ja, zum Kotzen. Suchen Sie jemand? Ja, ich suche eine Dame, die ich dringend... Da ist sie, ja. Guten Tag. René. Herr Valentin, wenn ich bitten darf. Darf ich bekannt machen, das ist Herr Valentin aus Wien? Na, bitte nehmen Sie Platz. Dankeschön. René. Herr Valentin, wenn ich bitten darf. Das ist wohl die Höhe. Anstatt der Winterkollektion machen Sie hier Sommerferien, nur weil Sie Frühlingstriebe verspüren. Herr Valentin, ich habe Ihnen versprochen, ja, dass... mir demnächst die Entwürfe zu schicken, demnächst. Und das ist um Wochen zu spät. Denn meine Stammkundendamen rufen täglich an, wie die neue Silhouette sein wird. Ob mit oder ohne Kurven. Sie wissen noch gar nicht, ob sie zu oder ob sie abnehmen sollen. Von den Schaumgummifabrikanten gar nicht zu sprechen, aber Ihnen ist es ja vollkommen egal, ob die Schaumgummifabrikanten pleite machen, ob ich mich und mein Geschäft dazu an den Nagel hänge. Wie sind Sie denn überhaupt drauf gekommen, dass ich hier bin? Staunen Sie was? Na ja, Sie haben ja auch Ihre Spuren glänzend verwischt, aber ein René Valentin kann das nicht erschüttern. Ich habe herausgefunden, dass Steffen Helmers hier den Auftrag für die Kirche bekommen hat. Und da konnte ich mir denken, dass Sie der Versuchung nicht widerstehen würden, dem geliebten Mann wenigstens als Zuschauerin auf dem Wege zum Altar zu folgen. Wo ist er denn hier, Rembrandt? Hm. Dort tanzt er. Tanzt? Ich hatte eigentlich erwartet, Sie besser gelaunt zu finden. Wieso? Bin ich das denn nicht? Mir machen Sie nichts vor. Ich habe Augen im Kopf. Sehe doch, was hier vorgeht. Sie glauben nur, weil Stefan mit irgendeinem Bauernmädchen herumtanzt? Ja. Nein, das hat nichts zu bedeuten. Das wäre das Allerletzte, was ihn interessieren würde. Das hat er mir wiederholt erklärt. Na, möglich. Aber das Merkwürdige in der Liebe ist doch, dass sie in der Praxis alles über den Haufen wirft, was man theoretisch jemals über sie geäußert hat. Herr Valentin, es wird Ihnen nicht gelingen, mich eifersüchtig zu machen und Stefan und mich auseinanderzubringen, nur damit ich Ihnen restlos zur Verfügung stehe. Ich will dir gar nicht auseinanderbringen. Was ich will, das ist nur... Die Winterkollektion. Anita, fahren Sie mit mir nach Wien. Sie waren die beste Mitarbeiterin, die ich mir jemals wünschen konnte, bis dieser Helmers sie zu sich heruntergezogen hat. Runter? Hm? Wieso ist ein hochbegabter Maler und ein erfolgreicher Werbefachmann? Nicht um Sie hat er sehr erfolgreich geworben. Geben Sie sich keine Mühe, Herr Valentin. Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass Stefan und ich sehr glücklich miteinander sind. Bravo, das höre ich gerne. Oh, der Herr Stefan Helmers. Oh, Herr Valentin, ja. Das mahnende Gewissen. Ja. Der Berg kommt zum Propheten. Blieb mir ja nichts anderes übrig. Wer ist denn übrigens diese reizende ländliche Sexbombe, der Sie sich so eifrig gewidmet haben? Finden Sie sie reizend? Ja, ich sehe. Sie nicht? Ich? Mein Gott, daraufhin habe ich sie eigentlich noch gar nicht angesehen. Na ja, also zum Nicht-Anschauen hast du aber reichlich lange gebraucht. Findest du nicht auch? Entschuldige, Liebling, ich dachte, du tanzt auch mit diesem Landromier, den du dir da angelacht hast. Dazu ist es leider nicht gekommen, seine Braut ist eifersüchtig. Naja, das kann Ihnen ja bei Anita nicht passieren. Entschuldigen Sie. Gestatten Sie? Bitte. Schon sagen, du benimmst dich wirklich etwas sonderbar.
lässt mich einfach hier sitzen, nur mit dieser kleinen Landpomeranze zu tanzen. Aha, hat dir Valentin einen Floh ins Ohr gesetzt? Nein, der Floh war schon da, bevor Valentin kam. Dann sei bitte so gut und mach keinen Elefanten daraus. Der Herr Helmers ist also ein guter Freund von Ihnen. Natürlich, mein Bester. Hat mir schon sehr viel von Ihnen erzählt. Nein. Ja. Was hat er Ihnen denn erzählt? Na ja, wahrscheinlich genau dasselbe, was er Ihnen schon mal gesagt hat. Dass er Sie gerne mag und dass er sehr verliebt in Sie ist. Nein, ist das wirklich wahr? Ja, haben Sie das noch gar nicht bemerkt? Oh, doch schon, aber direkt gesagt hat er es mir eigentlich noch nicht. Na ja, vielleicht hat er keine Gelegenheit dazu gehabt. Ja, das kann sein, denn dieses Fräulein aus der Stadt, sie ist immer um ihn herum. Ja. Aber seine Braut ist sie nicht, oder? Nein, keine Spur. No, nein. Auf die hat ganz jemand anderer sein Auge geworfen. Oh, ich verstehe. Sie selber? Ja, Sie haben es erraten. Und es ist gar nicht ausgeschlossen, dass sie in kürzester Zeit meine Frau werden wird. Och, das freut mich aber wirklich sehr. Sie ist ein wirklich hübsches Mädchen. Natürlich, mir gefällt sie ausgezeichnet. Aber unter uns gesagt, Stefan Helmers hat genug von diesen künstlichen Stadtschönheiten. Das kann ich auch verstehen. Ja, ja, seine Künstlerseele sehnt sich nach Urwüchsigkeit, nach unverfälschter Natur, nach einer, die so ganz anders ist als all die Frauen, die er mal kennengelernt hat. Natürlich hat er Hemmungen, das frei herauszusagen. Ich glaube, Sie müssten ihn mal ermuntern. Meinen Sie? Natürlich. Darf ich bitten? Ist Ihre Braut nicht mehr eifersüchtig? Ah, was, die Weibsleute, die sind immer eifersüchtig. Die möchten einen am liebsten in einen Käfig sperren. Sind Sie auch schon dahinter gekommen? Kommen Sie. Bewegung machen. Das ist ja furchtbar. Ich bringe Sie zu unserem Arzt. Ja? Der ist zwar bloß ein Kriechstoff da. Für Sie wird es schon reichen. Was hat er denn? Eine kleine Genickstarre ist ein Ochs. Unlängst gehabt hat. Moment. Eine kleine Massage. Und alles wird wieder in Ordnung sein. Es tut aber weh. Ja, das muss sein, lieber Freund. Gut. Das glaube ich. Das ist was Gutes. Angenehm. Das ist was Feines. Tatsächlich. Ist nicht mehr da. Ja, ich kenne mich aus bei Ochsen. Ja, wie weggeblasen. Bravo. Oh, jetzt wieder da. Schlimmer als vorher. Aber das macht ja nichts. Da hab ich viel was Besseres. Was? Eine absolut sichere Kur. Nein, nein, ich hab genug von den hiesigen Kuren. Nein, nein, die ist unfehlbar. Das hat schon mein Großvater hat das schon gemacht. Das ist die Wacholderkur. Was? Wacholderkur? Was? Ein Stamperl Wacholder. Dazu dann noch ein bisschen einen Wein. Wein, ja. Und dann ein Stamperl Elzchen. Dazu dann noch ein bisschen Pfeffer. Das Ganze durcheinander gemischt. Das Ganze durcheinander gemischt. Und das müssen Sie hinunter buchsen. Oh, und Sie glauben, dass das hilft? Ja, unfehlbar. Wenn Sie das so 5-6 Mal hintereinander machen, dann sind Sie bumperzun. Ja? Ja, dann können Sie, dann möchten Sie am liebsten den Watschentanz mitmachen am Abend. Thank you.
Hier sind wir ungestört. Was wollten Sie mir denn nun so Geheimnisvolles sagen? Eigentlich müssten Sie ja das erste Wort finden, wenn ich Ihnen schon so gefalle. So? Wie kommen Sie denn darauf? Ist ja nichts dabei, Sie können es ruhig zugeben. Oder ist es vielleicht nicht wahr? Doch, natürlich. Ich wundere mich nur, woher Sie das wissen. Ich weiß noch viel mehr. Ja, was denn zum Beispiel? Dass Sie so verliebt in mich sind, weil ich so ganz anders bin als die anderen Frauen in Wien, so unverfälscht und, warten Sie, ja, dass sich Ihre Künstlerseele sehnt. Das ist aber alle. Wie Sie mich durchschauen. Nicht wahr? Ich weiß ja, man muss Ihnen entgegenkommen, weil Sie sich sonst nicht trauen. So. Ja, man muss Sie ermuntern. Ja, wie stellen Sie sich denn das vor? Ich dachte vielleicht, so. Darf ich um den nächsten Tanz bitten, Fräulein? Vielen Dank, ich habe genug von diesem Fest. Aber Fräulein, jetzt wird es erst richtig lustig. Mein Bedarf an Unterhaltung ist gedeckt. Herr Valentin? Hallo, Anita. Wir fahren morgen nach Wien. Ja, gute Reise. Prost. Winke, winke. Was hat sie gesagt? Wir fahren nach Wien? Hallo, hallo. Erst austrinken, sonst wirkt's nicht. Ja, aber sie hat Prost, gesagt, Prost. Ich muss... Prost. Prost. Noch nicht auskuriert. Ja, später komme ich ja wieder. Muss jetzt gehen. Und wenn Sie wieder was Starres haben, kommen Sie zu mir. Gut. Hallo. Und was war das hier? Weißt du, dass du eine sehr schöne Stimme hast, Stiegelbauer? Oh, ich nicht so arg. Na, dann heute Goschen. So ein... Anita! Anita! Oh, Verzeihung! Noch eine Leiter. Könnte man ja vielleicht einmal Fenstern. So, aha. So. Sehr. Aua. Oh, da ist er wieder. Ein Hexenschuss. Aua. Aua. Hilfe. Oh, das ist aber angenehm. Es tut wohl. Wie in einem richtigen Bett. Gute Nacht. Was ist denn? Da liegt einer! Hey, Doktor, ein Wasserleich! Wo denn? Wer denn? Da! Ja, ist das nah. Der Herr aus Wien mit dem Hexenschuss. Er lebt ja noch. Der schnarcht sogar. Na, sowas. Hallo Herr, leben Sie noch? Aua! Aua! Hilfe! Meine Herren, bitte helfen Sie mir aus dem Dreck! Aber ja, Herr! Herr. Das muss mir passieren. Zustände sind das hier bei meinem Hexenschuss. Oh! Nein, Moment! Moment mal, der ist ja weg! Tatsächlich, der Schlamm hat mich geheilt. Na, ist ja was, doch für was gut. Ja, das ist ein Jungbrunnen. Das ist direkt ein Heilbad. Ach, aber mein Kostüm. Meine Herren, jetzt muss ich mich umziehen. Ja, 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 kommen Sie bitte. Danke, fantastisch. Seine Wunderkur. Eine Wunderkur?
Guten Morgen. Guten Morgen, Gretel. Schon ausgeschlafen? Oh ja, schon lange. Schön war's gestern Abend, nicht? Ja. Das Frühstück steht schon auf dem Tisch. Ich komme. Awe, awe. Nach so einem Fest habe ich immer solche Haarschmerzen. Das kommt wahrscheinlich vom Feuerwehrhelm. Ich glaube eher vom Wacholder. Blödsinn, Wacholder. Eher noch vom Enzian. Guten Morgen. Guten Morgen. 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 Fräulein Berger schläft wohl noch. Aber nein, die ist doch heute in aller Herrgottsfrüh weggefahren im Auto. Mit dem Herrn, der was in Dreck gefallen ist. Wie? Sie ist weggefahren? Wohin? Nach Wien. Sie hat doch alles von ihren Sachen mitgenommen. Das da, das hat's für sie da lassen. Das ist aber doch, ich verstehe das gar nicht. Da haben Sie denn nicht gewusst, dass sie wegfährt? Nein. Aber ich hatte gleich so ein schlechtes Gefühl, wie dieser Herr Valentin hier aufgetaucht ist. Na ja, der hat ja auch ein Auge auf Sie geworfen. Und es ist nicht ausgeschlossen, dass er Sie bald heiraten wird. Also, was redest du da daher? Was weißt denn du? Ja, aber der hat es mir doch selbst gesagt. Ach. Na, vielleicht passt er auch wirklich besser zu ihr. Mahlzeit. Mahlzeit. Eigentlich schaut um die schöne Freundin, dass weg ist. Du kannst dir ja nachfahren, wenn du das ohne sie nicht aushältst. Wieso denn? Ich habe ja nichts gesagt. Der redet ja nur, gell? Soll ich Ihre Sachen jetzt zusammenpacken? Sie wollen doch sicher auch reisen. Ich denke gar nicht daran. Sie bleiben? Ja, aber das Fenster in der Kirche ist doch schon fertig. Es gibt so viel Schönes zu malen hier. Die Häuser, die Berge, der See und dich. Mich? Jawohl, dich. Los, zieh dein Festkleid mit der Goldhaube an, ich hole meine Malsachen und wir gehen in die Berge. Ja, sofort. Wollen wir eine kleine Pause machen? Anita, ich bin so froh. Ich habe sie nie mal gesagt, aber sie wollten mir niemals glauben. Helmers ist kein Mann für sie. Ich weiß, wie Ihnen jetzt zumute ist, aber glauben Sie mir, es ist gut, dass alles so gekommen ist. Für wen? Außer für Ihre Winterkollektion. Für uns alle. Für Sie, für mich und ich glaube sogar für Stefan selbst. Wollen wir bitte weiterfahren? Na schön. Wo die Lerche singt, wo die Sichel klingt und das Ehrengold auf den Feldern blinkt, fand ich das Glück an einem schönen Sommertag, wo zum Himmel deine Stimme drang, wie Lerchenschlag, seit das Idyll begann. Denk stets ich nur daran. Flieg mit mir, du kleine Lerche, komm und werde mein. Wie andachtig Klappersterche nisten wir uns ein. Kleine Lerche, zieh mit mir, kleines Mädel, flieh von hier in die weite Ferne mit mir. Flieg mit mir, du kleine Lerche, komm und werde mein. Wie am Dach die Klapperstörchen nisten wir uns ein. Kleine Lerche, zieh mit mir, kleines Mädel, flieh mit mir. Gretel, Gretel, komm doch mit mir. Grüß Gott, Stiegelbauer. Hallo, ne. Grüß Gott, was ist denn? Nix weiter.
Ich schreibe nur gerade dem Kaspar. Ja, hast recht, schreiben. Richt ihm auch von mir einen Gruß aus, ja? Und er soll schauen, dass er nach Haus kommt, damit diese Briefräumerei aufhört. Bieberle, bitte, schau, dieses zerzauste Rahmfisch frisst den anderen das ganze Futter weg. Ich weiß nur nicht recht, was ich dem Kaspar sonst noch schreiben soll. Ja, wieso? Ich meine, wegen der Gretel. Das sind ja Brautleute. Daran hat sich nichts geändert. Und wenn er sich entschließen könnte, nach Hause zu kommen, wäre schon längst Hochzeit. Meinst du es wirklich, Stiegelbauer? Wie meinst du? Was soll diese Frage? Mein Gott, vielleicht denkt es jetzt anders, seit der Maler da ist. Was hat der Maler mit meiner Gretel zu tun? Tja, das weiß ja ich nicht, aber... Ja, was heißt das? Was heißt das? Seit einer Woche sind sie jeden Tag miteinander fort. Na und? Ja, was ist denn da dabei? Hat das ein junges Mädel nicht das Recht, sich zu unterhalten? Unterhalten? Es kommt nur darauf an, was man darunter versteht. Nicht wahr, Stiegelbauer? Großvater! Mhm. Grüß dich, Großvater! Also grüß euch. Grüß dich. Du, ich hab dich heute noch gar nicht gesehen. Ja, eben. Wo warst du den ganzen Tag? Ich war mit dem Stefan in den Bergen. Stefan? Ja, du meinst wohl mit Herrn Helmers. Du, Großvater, ich bin so glücklich. Ja, soll's das ja auch sein. Warst es ja auch immer, oder nicht? Ja, sicher. Aber jetzt ist es etwas ganz anderes. Etwas ganz Neues, so. Etwas, was ich noch nie... Aber was ist denn? Du bist doch so aufgeregt. Ich hab ihn so schrecklich lieb, den Stefan. Den Herrn Helmers. Das ist ja schrecklich. Ja, aber Gretel, was fällt dir denn ein? Das geht doch nicht. Ja, wohin soll denn das führen? Er wird mich mit nach Wien nehmen und mich malen. Das Bild muss doch fertig werden. Na, und was ist mit dem Kasper? Das ist doch dein Bräutigam. Ja, ich weiß. Aber was soll ich denn machen? Das ist alles so plötzlich und so gekommen. Und vielleicht, wenn der Kasper mich nicht hätte so lange allein gelassen. Es ist schließlich seine Schuld. Such keine Ausrede. Großvater, ich kann nichts dagegen tun. Ich kann ohne den Stefan nicht mehr leben. Euch. Oh ja, könnte uns schon gefallen, nicht wahr, Gretel? Oh ja, es ist wie im Traum. Oh! Ist das herrlich. Hoffentlich kann dir das deine Berge ersetzen, deine Wälder, deine Heimat. Meine Heimat ist, wo du bist. Sind wohl unter die Brause gekommen. Was weiß denn ich, wie hier alles funktioniert? Na, mit der Zeit werden Sie es schon lernen. Jetzt macht es euch nur schon bequem hier. Kann ich mir die Schuhe ausziehen? Ich hab schon den ganzen Tag an. Ja, natürlich. Gretel, habe ich meine Pantoffel mit? Ja, ich hole sie dir, Großvater. Na, und wo ist unsere Bettstatt?
Die Gretel wird hier schlafen und wir beide werden es uns hier draußen schon irgendwie bequem machen. So, und hier sind deine Kartoffeln, Großvaterle. Ja, danke. Ihr müsst entschuldigen, aber ich habe wenig Platz hier. Aber wenn ich erst einmal ganz oben auf bin, dann wohnen wir in einer Villa mit allem Komfort. Und so können wir der neuen A-Linie, die uns das Wiener Modenhaus Valentin präsentiert, mit Bestimmtheit eine glänzende Zukunft voraussagen. Jedenfalls gebührt ihr die Palme in dem diesmaligen Treffen der Modehäuser. Was sagen Sie, Anita? Ihre Entwürfe und meine Intuition haben wieder einmal das Rennen gemacht. Sehen Sie, und Sie dachten schon, ich würde Sie im Stich lassen. Beinahe wäre es so gekommen. Denn ohne mein rechtzeitiges Eingreifen. Darüber wollen wir bitte nicht sprechen. Sie haben recht, lassen wir Vergangenes vergangen sein und halten wir uns an die Gegenwart. Freuen wir uns an dem großen Erfolg. Ja, das ist wirklich sehr erfreulich für Sie. War doch schließlich auch Ihr Erfolg. Ja, und Ihr Gewinn? Nicht nur der meine. Habe da einen neuen Vertrag vorbereitet. Frau Generaldirektor Haslinger ist wieder hier zur Anprobe. Habe momentan Dringenderes zu tun, ja? Verzeihung. Ja, was ich sagen wollte, ah ja, ich weiß schon. Ich hoffe, Sie werden mit mir zufrieden sein, in jeder Beziehung. Unsere A-Linie hat so großartig eingeschlagen. Wäre es noch nicht wunderschön, wenn unsere H-Linie ein ebensolcher Erfolg würde? H-Linie? Mhm. Aber die ist doch längst passé. Nein, nicht in diesem Fall. Ich meine, unsere Herzenslinie. Hätten Sie Lust, für diese gemeinsame Linie ebenfalls einen Entwurf zu machen? Dafür fehlt mir leider im Moment ganz die Inspiration. Fertig. Ja? Gott sei Dank. Jetzt bist du erlöst, mein Schatz. Ich habe nur noch den Hintergrund zu malen. Ja, also Gretel, hörst du nicht? Dreh dich doch um. Aber ich meine doch die Landschaft. Dazu brauche ich die Gretel nicht mehr. Oh, ich brauche dich nicht, höre ich aber nicht gern. Du hast brav durchgehalten, Gretel. Ich muss schon sagen, du bist das geduldigste und vor allem das liebste Modell, das ich je gehabt habe. Ich freue mich so, dass du mir das sagst, Stefan. Und jetzt sollst du auch etwas vom Leben haben. Bisher warst du ja nur eingesperrt hier. Hast eigentlich von der Großstadt noch gar nichts gehabt. Heute wollen wir uns einen vergnügten Abend machen. Grüß dich, gut, du. Ah, grüß dich. Fest bist du in den neuen Reitgewandel. Ja, ich bin nur ein bisschen herumgaloppiert. Auf einem von meinen Patienten. Tag, die Herren. Morgen. Grüß. Hast du vielleicht für mich was von der ÖBAG? ÖBAG? Na ja, ÖBAG. Österreichische Bäder AG. Was soll denn mit der sein? Aber gar nichts, private Sache. Nein, für dich habe ich nichts. Aber stellt euch vor, ein Telegramm. Ja, ein Telegramm haben wir gekriegt. Das erste seit 2 Jahren, seit dem Huber sein Onkel gestorben ist. Für wem ist denn? Für die Loni, aus Kanada. Der Kasper kommt. Was denn? Ja, wieso denn? Steht alles da drin im Telegramm. Ich hab's ja selber aufgenommen. Er ist schon in Hamburg und er kann in 1 bis 2 Tagen da sein. Gib her mal, geh ohnehin zur Loni. Ich kann dir es ja mitnehmen. Ja, Dankeschön, Doktor, dann nimmst du mir einen Weg ab. Aber es war Hetzerei heute. Also, der Kasper kommt. Da muss aber was geschehen. Es kommt nicht jeden Tag ein Millionär nach Stulling. Lauter Schlamm, Morast und Dreck. Ja, da wächst sein Lebtag nichts mehr. Ja, eben. Und wenn ich euch für das Ganze da 8.500 Schilling biete, ja, was tun wir denn da weiter herum? Also sagen wir, für das Ganze, wie es da liegt und steht, 8.000 Schilling in bar. Also 8.000, das ist doch wirklich... Das ist doch eine Menge Geld, da wären wir doch reich. Na, wieso wir? Das Geld gehört doch mir. Aber wenn wir erst verheiratet sind, da gibt's kein Mein und gibt's kein Dein. Also gib her. Ja, ja, Augenblick. Du musst zuerst in Vertretung deines Bruder Kasper hier unterschreiben, dass du auf alle Ansprüche verzichtest und alle Erträgnisse aus diesem Grundstück oder was sich sonst noch zufälligerweise daraus ergeben könnte, auf mich zu übertragen. Und nach der Unterzeichnung... Hey, Loni, der Kasper kommt. Ihr habt schon nicht gehört. Was? Der Kasper kommt? Ist das eine Überraschung? Ja, wieso? Hast du denn das Telegramm nicht bekommen? Ja, was für Telegramm? Ja, richtig, das habe ich ganz vergessen. Da ist es. Wie kann man denn sowas vergessen? Oh, ich habe schon oft was vergessen. In Hamburg angekommen, stopp. Alles okay, stopp. Eintreffe Donnerstag, stopp. Grüße Kaspar, na, das ist ja wunderbar. Also da muss ich das gar nicht mehr unterschreiben, das kann ja dann der Kaspar selber tun. Ja, ja, aber es ist abgemacht. Moment, wenn der Kaspar seine Millionen mitbringt, ist er auf deine schäbigen 8.000 Schilling nicht mehr angewiesen. Stopp. Anita, haben Sie sich meinen Vorschlag durch den Kopf gehen lassen? Oder fehlt Ihnen immer noch die Inspiration? Sie können selbst wählen. Ja? Ja, ich habe gleich 5 Skizzen vorbereitet, damit Sie aussuchen können. Meiner Ansicht nach ist diese hier die attraktivste. Der Rücken hier... Anita, Sie wollen mich nicht verstehen. Sie kommen von dem Helmers nicht los, nicht wahr?
Ich hätte ihn nicht so sang- und klanglos verlassen dürfen. Na, hätten Sie etwa noch singen und klingen sollen, wenn Sie ihn mit einer anderen erwischen? Ich hätte ihm zumindest eine Gelegenheit zu einer Aussprache geben müssen. Ja, er hätte mir diese ländliche Entgleisung sicher irgendwie erklären können. Ja, aber diese ländliche Entgleisung hat sich in der Zwischenzeit in eine städtische Einrichtung verwandelt. Er hat das Mädchen mit nach Wien genommen. Was? Ja, angeblich, um ein Gemälde zu vollenden, zu dem sie ihm bereits in Stolling Modell gesessen ist. Nur als Modell, das geht vorüber. Einmal wird so ein Bild ja auch fertig. Das Bild ist fertig. Das Mädchen ist immer noch da. Vielleicht gefällt es ihm nicht und er muss noch einige Retuschen machen. Nein, das Bild ist ausgezeichnet. Woher wissen Sie das? Haben Sie denn das Bild gesehen? Noch nicht. Erst morgen. Einladung ins Künstlerhaus. Das muss ich mir anschauen. Nochmals meinen herzlichsten Glückwunsch, Herr Helmers. Vielen Dank, Herr Präsident. Darf ich zum Buffet bitten? Und nun, junger Freund, wie fühlt man sich als gefeierter Künstler? Großartig, Herr Präsident. Wenn mir jemand vor einer Woche gesagt hätte, dass ich den ersten Preis bekomme, ich hätte ihm glatt ins Gesicht gelacht. So bescheiden. Die echte Künstlernatur, wie man sie heutzutage kaum noch findet. Na, weiß Gott, das ist wahr. Heutzutage denken die Künstler nur noch ans Geld. Keiner ist bereit, für seine Ideale auch zu hungern. Zum Verhungern bin ich noch nicht unsterblich genug, Herr Präsident. Schade, dass Ihr Modell nicht da ist, dieses kleine Landmädchen. Sie wollte etwas später kommen. Mhm. Schönen guten Tag, die Herrschaften. Grüß Gott, alle miteinander. Mahlzeit. Ich bin der Großvater von meinem Enkelkind. Grüß Gott. Oh, grüß Gott. Grüß Gott. Das ist das Naturkind? Ja, Gretel, wie schaust denn du aus? Da staunt, gell? Eine Überraschung. Das kann man wohl sagen. Sie sehen aber ganz anders aus, mein Kind, als ich. Ich nicht? Gewiss, gewiss. Ich bin der Großvater. Und wer sind denn Sie? Ich bin die Vizepräsidentin des Kunstvereins. Ah, die Frau Wirtin. Sehr feine Sachen. Nur nirgends ein Preis drauf. Da weiß man ja gar nicht, was das kostet. Das kostet gar nichts. Was? Gar nichts? Ja, das ist ja wunderbar. Ja, da muss man ja dazuschauen. Sie müssen entschuldigen. Oh, bitte, das macht fast gar nichts. Küss die Hand, gnädige Frau. Verzeihen Sie. Sag einmal, um Himmels Willen, wer hat dich denn so aufgetakelt? Wieso aufgetakelt? Das habe ich mir alles selbst ausgesucht in einem Warenhaus. Ich habe gedacht, ich muss doch was Hübsches anhaben, wenn ich zu dieser Feier gehe. Fürchterlich. Ein bisschen hart, die Kruste von diesen sackerischen Viechen. Das ist ja auch nicht zum Essen. Das ist ja nur Dekoration. Ach so. Ja, und was ist das für ein Wein? Champagner. Ach so. Der ist aber echt. Hm? Das ist keine Dekoration. Den können Sie beruhigt trinken. Ja. Prost, Mutter. Mutter. Wie alt ist die Dame? Warum interessiert Sie das? Na, weil Sie noch immer so fest beieinander sind. Ich wünsche, über dieses Thema nicht zu diskutieren. Na, warum bitte? Aber heute ist keine Schande. Wenn einem der liebe Gott ein langes Leben schenkt, dann muss man ihm auch dafür dankbar sein. Ha? Ich bin schon über 70. Waren Sie schon einmal in Stolling? Nein. Und ich gedenke auch nicht, es jemals kennenzulernen. Oh, das kann Ihnen leid tun. Weil Stolling ist ein sehr, ein schöner Ort. Wir haben nur leider keine Kanalisation, was sich im Sommer durch den schlechten Geruch ausdrückt. Aber dafür haben wir eine neue Feuerspritze und einen sehr, einen tüchtigen Feuerwehrhauptmann. Und das bin ich. Aber das interessiert die Frau Vizepräsidentin bestimmt nicht. Ja, warum? Wir haben ja auch über das Alter gesprochen. Und das interessiert sicher jeden. Wir haben nämlich in Stolling so eine Alte, die Brunzen-Gruberische. Also die liest alles ohne Brille. Und gehen tut sie ohne Stock. Sie auch. Entschuldigen Sie, ich muss mich auch den anderen Gästen widmen. Ich gehe jetzt. Ohne Stock. Einen Moment, Herr. Genug jetzt. Aber eine Vertrauensfrage. Sehr dringend. Ne, Frau, Sie kennen sich doch hier gut aus. Ja, gewiss. Bitte, wo ist da das? Den Korridor entlang. Oh, danke schön. Oh, bitte. Mein lieber Helmers, wir haben uns ja so über Ihren Erfolg gefreut. Darf man gratulieren? Man darf. Gratuliere. Grüß dich, Stefan. Guten Tag, Anita. Das ist aber eine Überraschung.
Ich muss dir ja auch gratulieren. Schließlich bekommt man nicht jeden Tag einen ersten Preis. Ja. Grüß Gott, Fräulein Anita. Ja. Guten Tag, Herr Valentin. Ja. Wie geht es Ihnen in Wien? Oh, danke vielmals, sehr gut. Aber Sie haben sich kolossal verändert. Naja, man muss sich anpassen, wenn man in der Großstadt ist, nicht? Ja, du wolltest doch sicher das Bild sehen, nicht wahr? Ja, natürlich, deshalb bin ich ja gekommen. Bitte. Entschuldigung. Ja. Ein hübsches Paar, Helmers und die Berger, finden Sie nicht auch? Absolut. Wir passen großartig zusammen. Ich meine nicht nur äußerlich, sind auch sonst wie füreinander geschaffen. Ja, wahrscheinlich werden Sie jetzt bald heiraten nach diesem Erfolg. Sie sind ja schon lange genug verlobt. Sehr nettes Bildchen, wirklich sehr nett. Dein Naturkind scheint dich wirklich inspiriert zu haben. Ich glaube, das ist das Beste, was du bis jetzt gemacht hast. Danke, wenn du das sagst, freue ich mich ganz besonders. Entschuldigen Sie bitte, Herr Valentin. Ja? Ich muss Sie etwas fragen. Ja, um was handelt es sich denn, mein kleines Fräulein? Es handelt sich um unser Gespräch in Stolling. Stolling, ja. Wie wir miteinander getanzt haben, wissen Sie es noch? Ja, im Moment, nein. Was Sie mir von Stefan und Fräulein Anita erzählt haben. Ich kann mich im Moment nicht erinnern, aber wenn Sie unbedingt mit mir sprechen wollen, bitte schön, entschuldigen Sie einen Moment, ja? Nein, nein, die anderen können es ruhig alle hören. Ich muss die Wahrheit wissen. Also, ich verstehe im Moment nicht, aber was wollen Sie von mir? Sie haben mir gesagt, dass zwischen Stefan und ihr überhaupt nichts ist. Und dass Sie es sind, der Sie heiraten wird. Haben Sie das gesagt oder nicht? Das ist ja allerhand. Also, mein liebes Kind... Ich bin nicht Ihr liebes Kind. Verzeihen Sie. Sie haben mir gesagt, dass der Stefan in mich verliebt ist, weil er von all den Frauen in der Stadt genug hat und dass nur ich ihm gefalle und dass er schüchtern ist und dass er Hemmungen hat und dass ich ihn aufmuntern muss. Haben Sie das gesagt oder nicht? Also, ich weiß nicht. Ich meine, ich verstehe momentan überhaupt nicht, wieso ich von Ihnen so attackiert werde. Einen Moment, Herr Valentin. Ja. Antworten Sie. Ja, ich gebe es ja zu, dass wir... Aha, Sie geben zu. Ja, es war ein kleines Manöver. Eine kleine Kriegslist. Kriegslist? Also Lüge. Alles Lüge! Gretel, ich bitte dich nicht so laut, die Leute. Ja, was ist denn? Ich schau dir aus, als ob ihr raufen möchtest. Komm, Großvater. Meine Damen, meine Herren, wir sind heute hier versammelt, um einen jungen Künstler zu ehren. Präsident hält eine Rede. Entschuldigen Sie mich, aber... Eine Rede auf Sie. Und einer besonderen Charakterstärke mit einem Schlage in die vorderste Reihe unserer repräsentativen Maler vorgerückt ist. Josef, pass auf. Wenn ich dir ein Zeichen gebe, fangst du zu spielen an. Er kommt, er kommt! Also jetzt wird's ernst. Aufstehen! Du schaust aus, gar nicht verändert. Servus, Karl. Servus, grüß dich. Grüß dich, Kasper. Der Herr Tierarzt, der abgemagert sind. Oh, ja. Aber sonst ganz der Alte. Fein, dass du wieder da bist. Ein Pfund Wagen, Kasper. Sicher aus Kanada mitgebracht. Ich? Hä? Wieso denn? Ach, der Wagen, nein, nein, der gehört nicht mir. Der Herr war nur so lieb und hat mich von Salzburg aus mitgenommen. Naja, für den Autobus hat's Geld nicht mehr gelangt. Hä? Ja, aber du bist doch reich, Kasper. Du musst einen Haufen Dollare haben. Leider alles futsch. Aber du hast doch geschrieben, wie viel du schon erspart hast. Ja, hab ich auch. Einen schönen Haufen Geld. Aber dann habe ich mir überlegt, soll ich mir lieber eine Hühnerfarm oder eine Entenfarm anlegen? Ne? Und dann habe ich mir Hühner gekauft. Na also, das war doch gut. Ja, Moment, dann ist aber das Hochwasser gekommen. Na und? Ja, Enten hätte ich mir kaufen müssen. Die können schwimmen. So ist mir nur das ganze Geld davon geschwommen. Aber warum hast du dann geschrieben, alles okay? Naja, ich habe nicht gemeint okay, sondern OK, ohne Kapital. Na, das macht ja nichts, Kasper. Geld macht ja nicht glücklich, das verdirbt nur den Charakter. Hier in der Heimat hast du Freunde. Ich habe ja gerade mit der Loni abgemacht, dass ich deinen wässrigen Grund um wahre 7.500 Schillinge kaufe. Moment, 8.000. Na, wollen wir uns wegen so Kleinigkeiten nicht aufhalten. Wichtig ist, dass der Kasper Geld braucht und ich als sein Freund ihm beistehe. Also, abgemacht mit 7.000 Schilling bar.
Verzeihung, ich suche Herrn Veterinär Greulich, der sich brieflich an unsere Gesellschaft gewandt hat. Bitte, das bin ich. Dr. Gruber von der ÖBAG. Sehr angenehm. Ich wollte mit Ihnen wegen des Moors verhandeln, das Sie auf dem Thüringerischen Grundstück gefunden haben. Bitte, kommen Sie in meine Wohnung, ich werde Ihnen das dort genau explizieren. Halt, mein Herr, bitte, der Thüringer, das bin ich. Ich bin der Besitzer von dem Grundstück. Was ist denn los damit? Na, gar nichts, ist schon gut, Kasper. Wir sind uns doch einig, nicht wahr? Ich mach das schon. Das Grundstück gehört ja so gut wie mir. Ja, so gut wie? Das ist gar nichts. Bitte, wenn Sie mit mir verhandeln wollen, gehen wir doch da in den Gasthof hinüber. Bitte sehr. Ein anständiger Mensch hat heute kein Glück. Geh kaum in meinen Koffer. Da ist immer Gretel! Der Kasper! Ja, du, ich hätte dich ja fast nicht erkannt. Du bist ja noch viel hübscher geworden, als du schon warst. Sag mal, wann bist du denn gekommen? Gerade jetzt, vor 5 Minuten. Sofort, mein Herr. Sei nicht böse, ich muss mit ihm reden, weißt du, geschäftlich. Ganz große Sache. Grüß dich, Stielbauer. Der Kasper. Herr Stefan Helmers wünscht Sie zu sprechen. Helmers? Kommt nicht in Frage. Ausgeschlossen, ich bin nicht da. Das könnte Ihnen so passen, mein Lieber. Sie können gehen. Ich muss doch sehr bitten, Herr Helmers, was ist das für eine Art und Weise? Eben, das wollte ich Sie fragen. Was ist denn das für eine Art und Weise, wie Sie sich anmaßen, Schicksal zu spielen? Wieso? Wissen Sie denn nicht, was Sie da angerichtet haben? Was denn? Wie können Sie behaupten, dass Anita Sie heiraten wird? Na, weil sie es mir gesagt hat. Was? Anita hat Ihnen gesagt, dass sie sich heiraten wird? Na ja, ich meine, mich und keinen anderen. Das ist doch die Höhe. Niemals habe ich so etwas gesagt. Anita? Na ja, vielleicht haben Sie es nicht mit denselben Worten gesagt, aber Sie haben es irgendwie durchblicken lassen. Nichts habe ich durchblicken lassen, nicht das Geringste. Bitte, Stefan, glaube ihm kein Wort. Das tue ich sowieso nicht. Er ist ein Lügner. Ein Intrigant. Ja, ein Verleumder. Aber ich werde ihn zur Verantwortung ziehen. Jawohl, das werden wir. Aber warum regen Sie sich denn überhaupt auf? Ist doch alles in bester Ordnung. Sie beiden sind doch ein Herz und eine Seele und vor allen Dingen gar nicht bös miteinander. Also, was sagst du dazu? Er hat die Stirn zu behaupten, dass wir nicht bös miteinander sind. Und ob wir bös miteinander sind und wegen nichts und wieder nichts. Und Sie sind an allem schuld. Das heißt, eigentlich, wenn man es so recht betrachtet? Ja, eigentlich. Aber natürlich, meine Lieben, es ist ja zwischen euch alles wieder wie eh und je. Und wer hat euch zusammengebracht? Wer ist euer bester, uneigennütziger Freund? Fern wie aus vergangenen Tagen seh ich dein Bild. Heut kann ich dir endlich sagen, was mich erfüllt. Du zogst in die Welt, du suchtest das Geld. Du liebst perfekte Ladies? Oder schwärmst du neuerdings für verwilderte Naturkinder? Ich schwärme nur für dich, Anita. Mit Naturkindern kann man mich jagen, das weißt du. Helmers? Ja, ist hier. Einen Augenblick. Hier ist Anita Berger. Ja, Herr Valentin. Du, ich denke, du liebst perfekte Ladies? Oder schwärmst du neuerdings für verwilderte Naturkinder? Ich schwärme nur für dich, Anita. Mit Naturkindern kann man mich jagen, das weißt du. Helmers? Ja, ist hier. Einen Augenblick. Hier ist Anita Berger. Ja, Herr Valentin. Du, ich denke, du liebst perfekte Ladies. Oder schwärmst du neuerdings für verwilderte Naturkinder?
Ich schwärme nur für dich, Anita. Mit Naturkindern kann man mich jagen, das weißt du. Helmers? Ja, ist hier. Einen Augenblick. Hier ist Anita Berger. Ja, Herr Valentin. Du, ich denke, du liebst perfekte Ladies. Oder schwärmst du neuerdings für verwilderte Naturkinder? Ich schwärme nur für dich, Anita. Mit Naturkindern kann man mich jagen, das weißt du. Helmers? Ja, ist hier. Einen Augenblick. Hier ist Anita Berger. Ja, Herr Valentin. Du, ich denke, du liebst perfekte Ladies. Oder schwärmst du neuerdings für verwilderte Naturkinder? Ich schwärme nur für dich, Anita. Mit Naturkindern kann man mich jagen, das weißt du. Helmers? Ja, ist hier. Einen Augenblick. Hier ist Anita Berger. Ja, Herr Valentin. Du, ich denke, du liebst perfekte Ladies. Oder schwärmst du neuerdings für verwilderte Naturkinder? Ich schwärme nur für dich, Anita. Mit Naturkindern kann man mich jagen, das weißt du. Helmers? Ja, ist hier. Einen Augenblick. Hier ist Anita Berger. Ja, Herr Valentin. Du, ich denke, du liebst perfekte Ladies. Oder schwärmst du neuerdings für verwilderte Naturkinder? Ich schwärme nur für dich, Anita. Mit Naturkindern kann man mich jagen, das weißt du. Helmers? Ja, ist hier. Einen Augenblick. Hier ist Anita Berger. Ja, Herr Valentin. Du, ich denke, du liebst perfekte Ladies. Oder schwärmst du neuerdings für verwilderte Naturkinder? Ich schwärme nur für dich, Anita. Mit Naturkindern kann man mich jagen, das weißt du. Helmers? Ja, ist hier. Einen Augenblick. Hier ist Anita Berger. Ja, Herr Valentin. Du, ich denke, du liebst perfekte Ladies. Oder schwärmst du neuerdings für verwilderte Naturkinder? Ich schwärme nur für dich, Anita. Mit Naturkindern kann man mich jagen, das weißt du. Helmers? Ja, ist hier. Einen Augenblick. Hier ist Anita Berger. Ja, Herr Valentin. Du, ich denke, du liebst perfekte Ladies. Oder schwärmst du neuerdings für verwilderte Naturkinder? Ich schwärme nur für dich, Anita. Mit Naturkindern kann man mich jagen, das weißt du. Helmers? Ja, ist hier. Einen Augenblick. Hier ist Anita Berger. Ja, Herr Valentin. Du, ich denke, du liebst perfekte Ladies. Oder schwärmst du neuerdings für verwilderte Naturkinder? Ich schwärme nur für dich, Anita. Mit Naturkindern kann man mich jagen, das weißt du. Helmers? Ja, ist hier. Einen Augenblick. Hier ist Anita Berger. Ja, Herr Valentin. Du, ich denke, du liebst perfekte Ladies. Oder schwärmst du neuerdings für verwilderte Naturkinder? Ich schwärme nur für dich, Anita. Mit Naturkindern kann man mich jagen, das weißt du. Helmers? Ja, ist hier. Einen Augenblick. Hier ist Anita Berger. Ja, Herr Valentin. Du, ich denke, du liebst perfekte Ladies. Oder schwärmst du neuerdings für verwilderte Naturkinder? Ich schwärme nur für dich, Anita. Mit Naturkindern kann man mich jagen, das weißt du. Helmers? Ja, ist hier. Einen Augenblick. Hier ist Anita Berger. Ja, Herr Valentin. Du, ich denke, du liebst perfekte Ladies. Oder schwärmst du neuerdings für verwilderte Naturkinder? Ich schwärme nur für dich, Anita. Mit Naturkindern kann man mich jagen, das weißt du. Helmers? Ja, ist hier. Einen Augenblick. Hier ist Anita Berger.